Hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Soran von Triple LP und ja, ihr seht richtig, ich habe hier mal wieder ein neues Let's Play gestartet nach langer Abstinenz auf meinem Kanal. Ja, das war jetzt wirklich sehr lange, wo ich auf meinem Kanal groß nichts mehr gemacht habe. Und vielleicht soll ich dazu auch vielleicht mal ein, zwei Worte dazu sagen, bevor ich hier zu meinem Let's Play komme, weil ich denke mal, manche fragen sich wirklich, was mit mir gewesen ist, wo ich geblieben bin und so weiter und so fort. Ich habe ja Ende letzten Jahres ja angekündigt gehabt, das wird bei mir ein bisschen ruhiger, wegen Geburt vom Junior und so weiter und so fort. Und ja, das war, natürlich ist sowas gerade beim ersten Kind alles nicht absehbar, wie das alles dann wird und so weiter. Und natürlich habe ich erst einmal anfangs überhaupt die Zeit gebraucht für mich. Für den Junior, weil es halt auch zu jung war, permanente Betreuung und so weiter und so fort. Ich denke mal, das versteht jeder. Und dann kam danach die Zeit, wo wir eigentlich wieder was machen wollten. Dann ist aber, gerade bei STO zum Beispiel, wollte ich ja mit dem Don wieder anfangen. Da ist aber auch wieder einiges dazwischen gekommen. Er ist umgezogen und hier und da und so fort. Und ja, auf jeden Fall ist das Hauptproblem eigentlich wirklich nur die Zeit. Denn jeder, der wahrscheinlich Kinder hat, weiß, gerade wenn sie jung sind, die brauchen sehr viel Zeit, sehr viel Liebe und da kann ich nicht die ganze Zeit vom Computer hocken und meine Frau alles machen lassen, weil ich will das ja alles auch nicht verpassen, das ganze Vatersein. Und dann ist natürlich das eigentlich das Hauptproblem von dem Ganzen. Ich habe ja vorher ein eigenes Zimmer gehabt, wo ich aufgenommen habe, das ist jetzt das Kinderzimmer geworden und ich sitze jetzt mit meinem PC im Wohnzimmer. Das heißt, immer wenn ich aufnehme oder streamen oder halt das zumindest vorhabe und möchte, muss ich, grob gesagt, meine Familie aus dem Wohnzimmer rausschmeißen. Und das ist natürlich schlecht, wenn das Wohnzimmer das Hauptzimmer von der ganzen Wohnung ist, wo alles stattfindet. Da kann ich hier nicht immer sagen, hier, geh mal bitte für ein paar Stunden raus, ich möchte jetzt hier gerne aufnehmen. Ich meine, das macht man ein, zwei Mal, das guckt sich die Frau natürlich auch nicht lange an. Deshalb hat sich das alles ein bisschen, niedergelegt, das ganze Aufnehmen und so weiter und so fort. Ich habe zwar immer wieder Zeit gehabt, um privat zu spielen, aber halt nicht, um aufzunehmen, weil ich, wer Kinder hat, weiß, Kinder sind nicht leise und dementsprechend kann ich nicht die ganze Zeit ein redendes, schreiendes Kind und alles drum und dran im Hintergrund haben, das will ich auch nicht, also jetzt in der Aufnahme. Und deshalb hat sich das einfach alles gelegt und auch vor allem deshalb kann ich nicht versprechen, dass dieses Let's Play regelmäßig kommt und dass ich das jetzt in Zukunft wieder mehr wird. Also das ist jetzt wirklich auch für mich ein Versuch, weil ich heute jetzt mal ein paar Stunden wirklich alleine bin daheim. Ich will mal was aufnehmen und mal gucken, ob ich da langsam wieder in den ganzen Pegel reinkomme. Vor allem, weil ja die ganzen Shows am Dienstags und Donnerstags ja auch ordentlich viel Zeit bei mir fressen. Und deswegen, ich versuche irgendwie noch einen Rhythmus zu finden, dass ich endlich gern wieder mal ein bisschen aufnehmen kann. Und trotzdem wieder für die Familie da bin. Und das große Grundproblem, gerade bei STO ist einfach, oder gerade bei den ganzen LPTs, ist einfach, dass ich neben der ganz, ganz wenigen Zeit, die ich ja da im Prinzip dafür habe, auch noch die Zeit mit den anderen koordinieren muss. Und das ist das große Problem. Wir haben nur ganz selten gleichzeitig Zeit zum Aufnehmen. Und da regelmäßig Let's Plays draus zu machen, ist momentan extremst schwer. Deshalb findet da momentan erst einmal nichts statt. Und ich weiß noch nicht, wie weiterläuft. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich dieses Let's Play da hier wirklich regelmäßig schaffe. Also deshalb nicht wundern, wenn das nur sporadisch kommt. Ich werde immer wieder versuchen, vor allem ich spiele es in letzter Zeit sowieso oft. Und ja, da kommen wir auch gleich zum Let's Play. Was spielen wir denn hier? Wir spielen, ihr seht schon oben in der Ecke, Grand Theft Auto 5. Erst einmal nur die Storyline, Singleplayer, die ich ja schon privat gespielt habe, deswegen bin ich ja gerade im Menü, man sieht es oben rechts, Franklin, Sonntag 8 Uhr 1, 755.000 GTA-Dollar und ich will ein neues Spiel starten, ein parallel dazu zu meinem Privatspiel, um die Story mit euch von vorne anzuspielen und für die, die es nicht wissen, ich spiele hier die PC-Version von Steam geladen mit den Pre-Order-Bonus, sprich ich habe mehr Startgeld und ja, ich hab es auf der Konsole nie gespielt. Ich habe zwar ein paar Let's Play-Folgen gesehen, aber hauptsächlich von Online-Modus. Daher weiß ich auch bis jetzt nur die Story, wie weit ich jetzt halt privat schon gespielt habe. Und ja, will ich auf jeden Fall mit euch spielen, weil ich finde einfach, das Spiel ist so genial. Gerade die Story bietet so unheimlich viel Herzblut da drin. Und das will ich einfach mit euch teilen. Deshalb starte ich jetzt einfach mal ein neues Spiel. Da wird es natürlich meckern, neues Spiel starten, aber man kann mehrere Speicherstände später machen. Das heißt, da mache ich dann einfach einen neuen dann. Und da haben wir sie auch schon, sexy Mädel. Das Einzige, was ich wirklich extrem traurig finde, wenn ich das aufnehme, ist die Musik. Denn
Die Musik ist ein so großer Bestandteil in dem Spiel, gerade wenn man Auto fährt in irgendeinem Bereich ist oder sonst irgendwas, da läuft Musik und das ist halt nicht irgendwelche sonst was Musik, ich bin jetzt mal leise, und sondern das ist halt Popmusik. Und da wird er YouTube meckern. Shut the fuck up! Hands right your back. Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Oh, God. Get in there. Sit tight. I'll handle the plastic. Don't blow yourself up. Listen up. Hurry. What's he doing? In the back. Ich bitte gerne abdrücken. Leave us alone. Komm. We didn't do shit to you. Geh da rein. All set. Phone it in. I'm making the call. Benutze das Handy. Und zünden. Vor allem mit dem Handy zünden, aber es ist eine Zeituhr dran. Alright, we gonna do this? Show me the money. Slow and steady, T. Slow and steady. Oh, there it is. Also muss jetzt hier das Geld einsammeln. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. We gotta move. So, 179.000 haben wir erbeutet. Give it up. I got him. I saw your face. I'll remember you. You forget a thousand things every day. How about you make sure this is one of them? I seen his eyes. He's crazy. No one's crazy. Right so. Be cool. What? Jetzt müssen wir auf den anderen Spieler wechseln. Right, pal. I'm fucking crazy. Fuck. He didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Let's go. So, jetzt müssen wir hier raus aus dem Banküberfall. Also wir sind ja wirklich ganz am Anfang von dem Ganzen. Und ich kann nur sagen, die Story wird uns noch unheimlich viel bringen. Eine umfangreiche Geschichte, die da erzählt wird von mehreren Personen. Oh, fuck, you hear that? Sirens. Fuck the cops. T, hit the shutter switch. Don't be an idiot. So, jetzt geht's ab. Wrong profession. We keep going forward. Get down. They answered the wrong call. Get in their faces. Get out of here. Get out of the way. Einfach mal flächig hier aufräumen. What the fuck is this? Back the fuck so. Down. Entkomme den Cops. So, jetzt wieder wechseln. Let's go. We bring it to him. Come on, guys. Get out of the way or suffer the consequence. Fuck these guys. Cars up here. Let's go. The kid might have bailed. This wasn't in the job description. Move! We're coming through. You shouldn't have been a cop. Man merkt, ich will nicht viel reden, weil es hier wirklich viel zu hören gibt auch. Die ganzen Gespräche und alles, deshalb nicht wundern, wenn ich auch ein bisschen leise bin. Zudem bin ich auch ein bisschen aus der Übung, was Let's Plays angeht. So, immer schön einsammeln hier. So, schön hupen. Und ab ins Auto. You see that shit? I fucking put that bitch's face against the glass. You see that? Yeah, you're a real stout. Ah, fuck.
Bam. So, ich übernehme das Steuer von dem Auto und... So, wir müssen zum Hubschrauber. Ich werde auch einfach mal während die reden auch immer wieder mal reden, weil da wird echt viel geredet in dem Spiel. Man kann es ja unten immer noch im Untertitel lesen, was die sagen. Und ja, das Spiel ist komplett auf Englisch. Ja, wir fahren einfach noch vorbei. Das Spiel ist komplett auf Englisch, gibt's nicht auf Deutsch, allerdings nur mit Untertitel. Ja, und wie gesagt, was ich eigentlich von der Musik sagen wollte, das sage ich lieber nach. Im Anfang. Das ist immer so schlimm, ich will immer so viel erzählen und hole immer die ganze Spannung vom Spiel weg. Das ist echt schrecklich. So. Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking bed! Someone must have fucking talked! Hey, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Ah, fuck. I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be... I'm fucking gonna bleed out! Go! No! I'm standing here! Finish me! Fucking die! All of you! Okay, ich will noch ein bisschen ballern, bevor ich abhau. Kill me, you prick! Vor allem ist geil, ich schieße den Leuten in die Füße und die sterben. Come on! So, ich hau ab. So, schwarz im Bildschirm. Also das war der Anfang von dem Spiel. Ein Team aus 4 Leuten haben einen Überfall gemacht. Wobei nur einer fliehen konnte. Einer ist mindestens gestorben. Und hier wird einer von ihnen begraben. But he was a man. Our Lord was crucified with 2 thieves. So perhaps Rockstar Games presents. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael is like anybody else. Father, Rockstar Nord Production. We do not know your infinite mysteries. But we know that you will show mercy to our friends. Grand Theft Auto 5. Sehr geil. Also ich habe es ja schon mal ein bisschen gespielt eine Weile. Und ich kann nur sagen, jeden empfehlen, holt es euch. Es macht unheimlich Laune. Achtung, Speicherplatz automatisch. Willst du die Daten speichern? Aktuell speichern? Nein, will ich nicht. Bist du sicher, dass du automatisch speichern deaktivieren willst? Nein. Ich möchte eigentlich ungern diesen automatischen Speicherpunkt. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. So, jetzt hat mein privater Speicherplatz überschrieben. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day. Smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them.
And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Ja, hier sind wir. Grand Theft Auto, Los Santos, die Stadt, in der wir spielen. Besser gesagt, die Insel, auf der wir sind. Das ist eine große Insel. Und die ist so detailliert, so viel Leben auf der Insel. Einfach nur geil, da überall rumzulaufen, rumzufahren, rumzufliegen. Es gibt so viel zu entdecken, so viel zu machen, so viele Möglichkeiten. Und das werden wir alles gemeinsam machen. Aber ich habe immer noch mit der Musik erklärt. Ja, die Musik in den Radios, ich mache es ganz schnell. Hier gibt es unheimlich viel Popmusik, die man auch sonst aus dem Radio, CDs oder sonst wo erkennt. Wo sogar Leute wie Rihanna selbst im Radio moderiert und so weiter. Ja, das würde ein Problem mit YouTube geben, ganz einfach. Ich finde es zwar schade, aber ich habe sie deaktiviert. Also für alle, die spielen, nicht wundern, dass ja, ich hoffe, ich habe alles deaktivieren können, dass ihr keine Musik hört. Ja, den wir sehen, das ist dann Michael. Und das ist der Michael und der war einer von denen, der bei dem Raubüberfall dabei war. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. So, und das ist der Franklin. Or better yet, do some skywriting and reads. There's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Das ist unser erster Charakter, mit dem wir spielen werden, mit dem Franklin, mit dem wir jetzt auch die erste Aktion durchziehen werden. Und zwar müssen wir jetzt Autos klauen. Kamera mit V umschalten. Also, man kann ja hier auf PC seit dem neuesten Jahr auch Eco-Perspektive spielen. Und wir werden Autos klauen. Daddy, which one you on, nigga? You always was old choosy, motherfucker. Oh, you ballin' hard with the drop top, huh? Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn man schon Autos klaut, dann mit Stil. So, und ab die Post. Wir müssen jetzt unserem Lamar, heißt er da vorne, müssen wir jetzt folgen. Alter. Ich fahre hier einen Audi R8 Verschnitt. In GTA ist das so, dass es viele Autos gibt, die im richtigen Leben ähnlich sind, aber einfach aus Lizenzgründen nicht so heißen dürfen und ein paar Kleinigkeiten abgeändert worden sind. Aber man sieht das selber, jeder, der sich mit Autos auskennt. Die Vorlage hier war definitiv ein Audi R8. Ich kann es mal von vorne zeigen. Und so ist es bei vielen Autos hier im Spiel. Aber finde ich nicht schlimm. Es muss ja nicht immer alles wie im richtigen Leben sein. Ich meine, diese ganze Stadt hier, ist ja auch Fantasy, die gibt's ja gar nicht. Obwohl es vieles aus realen Leben hat. Zum Beispiel der Strand ist von Miami. Und ich glaube noch mehr Bereiche aus mehreren Städten. Also ist viel kopiert. Und daraus eine eigene Stadt geschaffen worden. Also anders wie bei Watch Dogs, da wurde ja so Sachen Detroit versucht nachzubauen. Aus Detroit? Oder, ne, ich weiß gar nicht, wo Detroit war es, glaube ich. Entschuldigung. Und hier ist es ja anders, hier ist ja wirklich Fantasy, obwohl ich die Stadt hier deutlich lebendiger finde. Keep up, homie. Please, homie.
Ihr könnt ja vor allem mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mich vermisst habt. Ganz wichtig, ich will wissen, ob ihr mich vermisst habt mit Let's Plays. Ups, ich will wirklich versuchen, dieses Spiel hier durch zu Let's Playen, weil die Story geht... Oh Mann, was mache ich denn hier? Die Story geht wirklich ewig. Und ich habe jetzt seit Wochen privat die Story gespielt, habe gerade mal 50% geschafft. Und da sind die ganzen Nebendinger noch nicht mal mit drinne gewesen. Ich weiß gar nicht, wie weit das ist. Alter, wo fährst du denn? Ja, ich fahr ja schon näher. Das Spiel bietet ja noch einen Online-Modus. Und inwiefern ich das auf YouTube rausbringe, weiß ich noch. Oh, ist aber. Weiß ich noch nicht. Weil es da wieder wirklich viel. Hauptsächlich viel Spaß macht mit anderen Leuten zusammen. Und da sind wir wieder beim Thema Zeit. Ja, was fährt denn der ein Zeug zusammen? Wir werden ja nicht mehr verfolgt. Da hättest du doch normal fahren können. Alter, wo fährt denn der hin? Da. Komplett ohne Kratzer, perfekt. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit, my ass. So, wir müssen jetzt vor den Bullen fliehen. Einer der großen... Einer der großen Hauptaufgaben hier in dem Spiel. Und für alle, die GTA nicht kennen, in diesem Spiel spielt man hauptsächlich die Bösen, also eigentlich nur die Bösen. Und da gibt es natürlich richtig Böse dazu. Also man ist ja wirklich, es ist ein Gangsterspiel, muss man mal so sagen. Es ist ein Gangsterspiel mit Raubüberfällen, Morden, Diebstählen. Und da genau das spielt man hier. Aber das macht irgendwie auch den Reiz bei dem Spiel aus. Und das macht wirklich Laune. Ah. Ich bin wieder entdeckt worden. Ich muss mir auf die Map gucken. So, jetzt haben sie mich aus den Augen verloren. Das heißt, jetzt schnell verstecken. Nein. Ah. Komm, fahr da lang. Ich muss mich nur verstecken, sodass sie mich nicht mehr sehen. Man sieht es ja unten auf der Map mit den roten Punkten mit diesem Sichtfeld. Das heißt, die suchen mich jetzt. So, das sind Franklins Fähigkeiten. Okay. Sieht man die da hinten? So, jetzt haben wir es geschafft. Kann ich da rein? Ne. Jetzt haben wir es geschafft. Die Bullen sind weg. Mein Auto hat nur einen kleinen Kratzer. Alter. Würde mein Herz bluten, wenn ich das mit dem richtigen R8 machen würde. Alter, war das. So. Vielleicht kann ich da rein? Ne. So, wo müssen wir jetzt lang? Wir müssen das Auto jetzt abliefern, Autohaus, weil wir haben aktuell einfach einen Job durchgezogen. Wir haben Autos geklaut. Und in GTA 5 ist es auch so im Vergleich zu den Vorgängern. Und vor allem GTA 5 heißt nicht, dass es der fünfte Teil ist, sondern es gibt schon 11 GTA-Titel. Und das ist aber allerdings, der heißt jetzt GTA 5, was jetzt im Prinzip das fünfte Hauptspiel. Fünfte Hauptspiel, aber es gab noch ein paar Nebendinger. Und ja, das ist das erste Mal, dass wir drei Charaktere spielen. Und das ist der erste Charakter, mit dem wir hier spielen. Und wir werden später auch noch die anderen kennenlernen. Und ja, wir sind schon über 20 Minuten. Aber nachdem ich hier so viel am Anfang geredet habe, werden wir einfach die erste Folge ein bisschen länger machen. So, jetzt gehen wir mal da rein. This racist insulted me. Hey, what's up, bro? Who you calling a nigga? No, no, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself.
But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him? Get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this. When he reel him in, he gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, so, are you sure you are man enough? Wir sind dann hier weg und hauen ab. Und da hinten steht auch unser Auto, der Weiße. Jeder Charakter hat sein eigenes, einzigartiges Fahrzeug. Und nicht nur, dass wir ein Auto haben und auch andere Autos nehmen können. Nein, wir können die aufpippen, lackieren, motorisieren, beleuchten und hast du nicht gesehen. Ach ja, ich liebe das Spiel. So. This jump change, I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat piece. Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? Ich meine, jeder kennt ja, weiß ja, dass ich, was die englische Sprache angeht, nicht gerade sehr mächtig bin. Und ich lese zwar mal die Untertitel. Aber ich, ja, während der Fahrt ist es manchmal ein bisschen schlecht. Deswegen auch nicht wundern, wenn ich mal was nicht mitbekomme. So. Jetzt fahren wir nach Hause in diese wunderschöne Wohnsiedlung. Man, shit, it's good to be home. So, ein bisschen über die Blumenrabatte. Und parken das Auto in die Garage. Und jedes Auto, was ich klaue oder sowas und in die Garage stelle, habe ich das nächste Mal auch wieder. So. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? So, Friseur ist nun verfügbar. Fuck. Ooh, honey. Ich suche einen Friseur, um eine neue Frisur passen zu lassen. Das machen wir nachher ja auch. Shoo! Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening! Goddamn freeloader. So. Hier wurde gerade ein bisschen die Wohnung gezeigt. Also das ist jetzt unser Unterschlupf. Im Bett schläft, dann wird der Spielstand gespeichert. Und es vergeht einige Zeit. So. Wir räumen die Bude auf. Also ich kann momentan nicht steuern. Es gibt aber noch eine Schnellspeicherfunktion im Handy. Das ist mein Kleiderschrank. Hier kann ich meine Klamotten wechseln. Aktuell habe ich, glaube ich, auch nur das, was ich jetzt anhabe. Aber da kommt später noch mehr dazu. Zum Teil kriege ich die so für Missionen. Zum anderen Teil... Oh, ich sehe gerade 328. Das wäre jetzt allerdings ein bisschen blöd. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Muss man mal kurz da reingehen. Ich besitze nur 328. Blöd. Weil ich habe ja, wie gesagt, den Pre-Order. Und, bei dem Pre-Order habe ich eigentlich am Anfang des Spiels mehr Geld. War das aber nur für das erste Mal, wo man die Story spielt? Das wäre ja ein bisschen blöd. Das wäre ein bisschen sehr blöd. Ich müsste höchstens noch mal gucken, dass ich dann noch mal, wenn ich diese Aufnahme hier beendet habe, das wäre ich dann, glaube ich, auch, jetzt sind wir jetzt in der Wohnung, so ein schöner Cut, dass ich das, einfach mal gucken, ob ich diesen Code noch aktivieren kann. Da gibt es einen extra Code dazu. Und erstmal kurz die Wohnung anschauen. Hier haben wir noch ein anderes Schlafzimmer. Das ist von der, die Tante ist das übrigens. Hier drinnen haben wir eine Küche. Aber ich will mal ganz kurz, halt, wo war das? Ein Badezimmer. Haben wir da. Hier unten gibt es ein Medikit. Spiegel. Da kann man mal reinschauen. Natürlich ohne Kamera im Hintergrund. Was ich faszinierend finde, die Türen gehen immer in beide Richtungen auf. Was natürlich einfacher macht, einfach durchzugehen. Was haben wir hier? Noch einen Abstellraum. Also ich finde es halt unheimlich detailliert, ne? Hier haben wir noch unsere Küche. Da haben wir Toast, Brot, Messer. Da noch ein... Ne, Kühlschrank bist du nicht. Da ist einfach nur so ein Nebenraum. Da ist unser Kühlschrank. Aber ich kann ein Bier trinken. Ein altes, abgestandenes von vor 3 Wochen. Boah, ohne Kohlensäure. Mann, dich. Sanft im Abgang.
So. Eigentlich müsste Alkohol gewesen sein, weil man kann sie nämlich auch betrinken in dem Spiel. Aber da war jetzt nichts. Und ich würde auch mal sagen, ich gehe jetzt mal hier ins Bett, speichere ab und beende dann auch mal die Folge. Ich gucke mal, ob ich diesen Code mit dem Geld wieder aktivieren kann. Wäre blöd, wenn nicht, aber egal, ist jetzt halt nun mal so. Vor allem ist es blöd, weil ich den meinen Spielstand überschreiben musste. Ich konnte keinen Spielstand auswählen. Jetzt kann... Oh, da ist sogar noch. 55,9, das wäre sogar noch meiner. Dann werde ich den da hier überschreiben. Achtung, den anderen... Genau. So, und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Tschüss!